Absicht, eine Mauer zu errichten. Und ich dachte echt, wir lernen auch so Geschichten. Leider nein, und mit Erschrecken wird mir klar, alles Verschwörungstheorie, aber fast alles wurde wahr. Wisst ihr noch, nur 2 Wochen, um die Kurve zu flachen. Und Widerspruch gefährdete die Alten und Schwachen. Wisst ihr noch, nur 2 kleine Piekser, dann wird alles wieder so, wie es einmal war, doch leider war auch das ein Griff ins Klo. Sie haben gelogen und sich die Taschen voll gemacht und ganze Branchen an den Rand der Existenz gebracht. Ist doch kein Wunder, wenn euch keiner mehr glaubt. Tausende Betten mitten in der Krise abgebaut. Und sie sagten auch, niemand wird hier Geld verdienen. Doch die Pharmaindustrie macht einen Milliardengewinn. Wisst ihr noch, in diesem freien Land gibt es keinen Zwang. Doch jeder, der nicht mitmacht, ist ein Teil vom Untergang. Faktenchecker und die Medien betreiben Propaganda. Und die Gesellschaft driftet weiter auseinander. Wir wollen die Guten sein, der Rest sind die Schlechten. Die gilt es zu ächten im Kampf der Gerechten. Und dass bloß keiner von euch hier den Protest wagt. Das ist keine Talkshow, Mann, das ist eine Hetzjagd. Herzlich willkommen in dieser ekelhaften Dystopie. Rest in Peace, Demokratie. Lockdown kickt, das ist Triage, ich bring Rap wieder den Inhalt zurück. Die neue Normalität, neue Normalität. Nichts gewusst, obwohl das Blut an dir klebt. Ist das krank? Nein, nur die neue Normalität. Wisst ihr noch, als Politiker Profil hatten? Ja, ich weiß, lange her bei all den Schmierlappen. Spielen sich als moralische Instanzen auf. Wir fälschen Impfpässe und ihr euren Lebenslauf. Wisst ihr noch, als der Ethikrat die Ethik mit Füßen trat? Und wie es scheint, alles vereinbar mit dem Rechtsstaat. Wisst ihr noch, als man die Schauspieler mit Dreck bewarf? Weil man bestimmte Dinge heute nicht mehr sagen darf. Wisst ihr noch, als immer mehr Menschen erkrankten an Depressionen, Einsamkeit und Suizidgedanken? Ich weiß auch ganz genau, ich hielt's nicht mehr aus. Also habe ich mir einfach diese Maske gekauft. Wisst ihr noch, auf den Straßen all die Demonstranten wurden pauschal hingestellt als rechte Querulanten. Doch auch wer Zeilen aus dem Grundgesetz an Wände schreibt, wird als Schwurbler diffamiert zur besten Sendezeit. Seht ihr das? Anstatt dem Politikversagen geht es heute ungeimpften Menschen an den Kragen. Wie empathielos sind nur unsere Minister. Das geht auch raus an all meine geimpften Geschwister. Es gab mal Hoffnung, du hast mir vertraut, sagt O'Brien zu Winston und dann lacht er ihn aus. Nein, Herr Kretschmer, wir gefährden nicht die Demokratie, sondern Menschen wie Sie. Lockdown kick, das ist Triage, ich bring Rap wieder den Inhalt zurück. Die neue Normalität, neue Normalität. Nichts gewusst, obwohl das Blut an dir klebt. Ist das krank? Nein, nur die neue Normalität. Freiheit, Herr Lindner. Die rappt ein wahrer Independent Act. Und trotzdem sieht das hier so aus wie ein Major.
Feld. Obdachlose können erfrieren im Schnee. Denn am Bahnsteig herrscht 3G. Herzlich willkommen, ich besetz den Thron. Ey, viel zu lange hat deutscher Rap die Politik verschont. Ich will Europa. Ich will Europa. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Aber ich will es nicht, das undemokratisch und so alternativlos ist. Ja, ich will Europa. Das ist doch selbstverständlich. Doch da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Denn neue Europa ist sicher nicht auf das der Menschen. Denn sonst hättet ihr nicht Angst vor demokratischen Prozessen. Frankreich hatte Nein gesagt, Holland hatte Nein gesagt, Irland hatte Nein gesagt. Wo mussten sie ein zweites Mal? Wo ist hier die freie Wahl und Demokratie? Der Wille der Menschen ist euch doch nichts mehr wert, wie man sieht. Europa ist unsere Zukunft. Ich seh's genauso, doch Europa ist nicht EU, ist nicht Brüssel, ist nicht Euro. Denn wohin diese Reise gerade geht, das ist das. So wie das oder das. Aber mein Europa ist ein Platz für die Freiheit. Eures ist ein Staat, in dem man Massen enteignet. Mit Jugendarbeitslosigkeit, Straßenkämpfe. Mit ESM und Euro für Finanzkartelle. Mit Quecksilberlampen, die man uns einfach vorsetzt. Mit Propagandatruppen, mit Intact und Frontex. Europa? Das sind wir alle. Dann fangt endlich an, es auch für alle zu gestalten. Ich will Europa. Doch das ist keins der Menschen. Ich will Europa. Doch wir meinen nicht dasselbe. Ein Europa für alle in Freiheit, das ist nicht euer Ziel. Und ihr spielt dieses Spiel namens EU-Poli.